Nun werden wir miteinander noch die ganzen Moll-Modes miteinander anschauen, die ganzen Akkorde dazu zu den jeweiligen Modes und mal schauen, was dann passiert, so stimmungsmäßig. Wenn ich beim normalen Moll beginnen würde, befinde ich mich in B-Flat Major. G-Moll ist die parallele Molltonart dazu. Jetzt werde ich nichts anderes machen, wird als einfach die Akkorde der Reihe nach so spielen, dass ich mich ein bisschen an den Sound gewöhne. G-Moll, A-Moll vermindert, B-Flat Major, C-Moll 7, D-Moll 7, S-Major, F7 und G-Moll. Genau, ganz anders als vorhin, was du das vorherige Video auch schon durchgearbeitet hast. Da haben wir uns in Dur bewegt und jetzt hat es wirklich so ein bisschen einen schweren Charakter, das Ganze. Nochmals, G-Moll, A-Moll 7, B-Flat Major, C-Moll 7, D-Moll 7, S-Major 7 und F7. Okay, genau. Und jetzt, wenn ich das hier so vor mir habe, kann ich natürlich auch wieder einzelne Akkordfolgen herauspicken. Ich kann von G nach C-Moll gehen, D-Moll. Ich werde jetzt mal schauen, was sich da für mich gut anhört. Ja, das ist schon ganz nett. Also wenn ich wieder vier Takte benutzen würde, hätte ich zum Beispiel den G-Moll, dann den C-Moll, dann den D-Moll und dann den S-Major 7. G-Moll, C-Moll, D-Moll, S-Major 7. Schöne Stimmung. Und wenn ich hier sowas mache, wenn ich zum Beispiel G-Moll benutze, G-Moll, C-Moll, ja, das, da wäre noch was, also G-Moll, hier habe ich C-Moll, jetzt werde ich den A-Moll 7, B5, werde ich hier nach oben spielen. Genau, sowas wollte ich, genau. Also, ich erkläre es nochmals kurz. G-Moll 7, dann habe ich einen C-Moll gemacht. Und jetzt der C-Moll, der ist nah verwandt mit dem A-Moll 7, B5. Es ändert sich nämlich nur ein Ton, respektive es kommt ein Ton hinzu, der A hier. Dann habe ich diesen so gespielt. Und dann habe ich den B-Flat Major 7 gewählt. Oh, nice, nicer Sound. G-Moll 7, C-Moll. A-Moll 7, B5 und B-Flat Major 7. Hört sich auch toll an. Oh, mir gefallen diese Sachen. Einfach, da komme ich so richtig ins Schwärmen, wenn ich diese Sachen spiele und ich hoffe, es geht ja natürlich genau gleich. Einfach diese Möglichkeiten, diese Fülle an Sounds und Gefühlen, die da drunter liegt, ist einfach immens. Wirklich toll. Okay, dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn ich jetzt mich in Dorisch befinden würde, wäre ich ja in F-Dur. Zweite Stufe wäre dann Dorisch. Wenn ich die Stufenakkorde wiederum spielen würde, so wie sie hier stehen, habe ich hier ein G-Moll 7, A-Moll 7, B-Flat Major 7, C7, D-Moll, E-Moll 7, B5, F-Major 7, G-Moll. Okay. Hier wiederum, auch wenn ich einzelne Akkorde spielen würde, dann kriege ich hier ein G-Moll 7, dann zum Beispiel ein B-Flat Major 7, dann ein D-Moll 7. Das war jetzt nicht so toll, hat sich jetzt nicht so toll angehört. Das gibt es natürlich. Einfach mal ausprobieren. War jetzt nicht viel Bewegung drin, aber wenn ich zum Beispiel sowas mache. Ja, das hat sich wieder gut angehört. Jetzt habe ich G-Moll 7 benutzt, dann habe ich ein C7 benutzt, dann ein B-Flat Major 7, dann ein A-Moll 7 und dann ein G-Moll 7. Und du hast gemerkt, ich bin einfach von G nach C gehüpft und dann habe ich die Stufenakkorde so heruntergespielt. Hat sich gut angehört, für meine Ohren zumindest. Oder ich könnte auch. Oh, nice. Das war auch nice. Jetzt habe ich G-Moll gespielt, dann D-Moll 7, C7 und B-Flat Major 7. Mit einer None hier drin. Ja, okay. Viel Farbe drin. Wunderschön. Das wäre der Bereich Dorisch, hast du gemerkt. Es ist nicht mehr ganz so traurig wie der Moll-Bereich, aufgrund, da wir eine
große Sechste drin haben. Wir haben den Ton E hier drin statt den Ton S. Okay. Wenn ich jetzt noch weiter nach unten gehen würde, in den phrygischen Mode, dann spiele ich wiederum, wie gehabt, einfach die Stufenakkorde so durch. Dann kriege ich den G-Moll 7, As Major 7, ui. Völlig anderer Sound jetzt, oder? G-Moll 7, As Major 7, B7, C-Moll 7, D vermindert, D halb vermindert habe ich hier. Dann den S Major 7 und dann den F-Moll 7. Also ich würde empfehlen, dass du einfach diese Akkorde so durchspielst, dann kriegst du wirklich das Gefühl für diesen Sound. Ziemlich düster jetzt in diesem Moment. Und wenn ich jetzt das charakteristische Merkmal hier ist, die B9, das heißt, es wäre hier der Ton Ass. Sobald dieser in einem Akkord vorkommt, dann wird es ziemlich düster. Also wenn ich sowas spiele, jetzt wenn ich einzelne Akkorde davon spiele, habe ich den G-Moll 7. Ja genau, ui, düster. Also ich könnte zum Beispiel hier mit G-Moll beginnen, dann in C-Moll. Genau, hier habe ich den G-Moll gewählt, dann den C-Moll, dann den D-Moll 7 B5 und dann den S-Major 7. Hört sich düster an, hä? Okay, wäre ein Beispiel. Ich könnte auch G-Moll 7 verwenden. Das war nicht so, hat sich nicht sonderlich gut angehört. Mal schauen, was wir hier noch haben. Ja, wenn ich nur die Stufenakkorde einfach nach oben spiele, das hört sich gut an. Also hier habe ich G-Moll, As Major 7, B. Dann habe ich ein B mit einer None gewählt, dass es keine Spannung drin hat. Und dann den C-Moll 7. G-Moll 7, As Major 7, B-Flat und C-Moll. Hat sich gut angehört. Okay, jetzt hast du ein bisschen eine Vorstellung gekriegt, was es heißt, wenn ich einfach rein verstandesmäßig die Stufenakkorde der verschiedenen Modes so spiele, was dann passiert. Und du hast gemerkt, gewisse Akkordfolgen hört sich wirklich düster an, andere wirklich verträumt. Wenn du das viel so für dich einfach spielst und ein bisschen ausprobierst, dann kriegst du wirklich das Gefühl für diese einzelnen Modes, für diese Akkordfolgen, wie sich diese anhören können, und du merkst schnell, wenn du einen Song schreibst, jetzt könnte ich in diese Richtung gehen oder in diese Richtung. Also wie gehabt, je mehr du das machst, desto versierter wirst du natürlich. Also, viel Spaß.